Das europäische EZMWF bastelt an 5B und das amerikanische GFS-Modell bastelt am hochalpinen Schnee. Und wir nehmen jetzt eine ganz neutrale Karte und schauen uns die Modellideen an. Grüße Sie und grüße euch. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, so wieder mal hinter die Kulissen. Wie sieht es denn in der Modellwelt aus? Welche Möglichkeiten gibt es und was kann daraus passieren? Einmal haben wir es wirklich mit Hochgebirgsschnee zu tun, das andere Mal mit Hochwassergefahr und vielleicht sogar mit einer brachialen Hitzewelle, die im Anschluss kommen könnte. Wir blicken erst einmal auf die aktuellen Ensembles, nur zwei, einmal für den Norden Deutschlands. Die rote Linie hier ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen, die wir hier in Bund finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Wenn da ein paar Niederschlagssignale sind, die auffällig weit nach oben gehen, dann handelt es sich hierbei meistens um Gewitterfronten, wo schleifende Regengebiete an einer Luftmassengrenze ziehen und sehr viel Starkregen bringen. Und diese Dinger hier wabern auf und ab und behaltet bitte diesen blauen Lauf im Hinterkopf und auch diesen Peak des komischen gelben Laufs. Wir wollen uns aber jetzt erst einmal mit dem sogenannten Hauptlauf beschäftigen, den wir auch auf den Apps haben und der zeigt momentan doch eher gruselige Temperaturen. Zur Mitte der zweiten Juli-Dekade an geht zwar dann wieder hoch, dann wieder runter, wogt so hin und her. Das im Norden Deutschlands. Im Süden Deutschlands ist das Temperaturniveau der Einzelberechnungen insgesamt höher als das langjährige Mittel und es geht hinten raus auch nach oben. Außerdem nehmen dann ein bisschen die Niederschlagssignale ab. Worauf ich aber hinaus möchte, ist das hier. Da sind viele Niederschlagssignale, so ein Doppelhöcker. Vor allen Dingen hier geht es um den 13. extrem weit nach oben. Das ist die 5B-Wetterlage, die mögliche, die zwar vom GFS-Lauf nicht so hundertprozentig berechnet wird, aber vom europäischen EZMWF-Modell volle Lotte mit richtig viel Regen. Wir schauen wieder auf den Hauptlauf, der im Süden Deutschlands weit unten ist, mit Temperaturen von etwas über 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Die Schneefallgrenze läge dann Pi mal Daumen bei 2500 Meter Höhe. Die Zugspitze würde hier dann eingeschneit werden. Kommen wir jetzt mal zu den Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel. Grün ist das, was der Juli bisher hatte. Schwarz ist das, was das frühere langjährige Mittel war. Lila, das, was jetzt nach unten geht, das ist der sogenannte Hauptlauf, der grüne, den wir eben gesehen haben. Und die Mittellinie ist hier oben. Und am Schluss kämen dann, wenn der Hauptlauf so kommen würde, bis zum 20. Juli, eine Mitteltemperatur von 17 Grad raus, sonst von 18,4 Grad. In beiden Fällen wäre es zu warm und das ist hier die Linie des aktuellen Klimamittels. Auch da wäre zumindest, was das Mittel aller Läufe angeht, auch noch alles zu warm. Kommen wir jetzt allerdings zu diesem Tiefpunkt hier am 13. Wie sieht denn der Hauptlauf aus? Was sind da für Temperaturen in 1500 Meter Höhe? Das wären die Frühwerte um 8 Uhr. Schaut euch mal hier die Fünferblasen an. In Nordrhein-Westfalen sogar nur 4 Grad in 1500 Meter Höhe. Und selbst wenn es super sonnig wäre und windstill, hätten wir nur knapp über 20 Grad. Und zusammen mit Wind und Regen fühlt sich das so ungefähr so an wie hier auf den Karten. Und in Alpennähe sind es auch unter 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Das wäre schon ein ganz schön herbstlicher Touch. Wir heben den Blick und schauen uns die Wetterlage dazu an. Von den britischen Inseln bis Südskandinavien läge ein Tief. Die Höhenkaltluft käme zu uns, aber das ist auch so wogend. Das heißt auch sehr niederschlagsreich. Ein Regengebiet nach dem anderen zöge durch. Erst eine Kaltfront, dann eine Warmfront, ginge so hin und her. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe haben wir eben gesehen. So sieht das auf dieser Karte hier aus. Das wären die Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel. Eine deutliche Blauzone hier, die gegen die Alpen klatscht. Nördlich von uns wäre es zu warm. Das ist der Hauptlauf. Und wenn wir jetzt die gemittelte Lage nehmen, fupp, da ist überhaupt nichts mehr blau, da ist es eher zu warm. Und die Zone mit ein bisschen Blau liegt dann über Nordspanien und Frankreich. Nehmen wir die gemittelte Wetterlage rein von den Temperaturen in 1500 Meter Höhe, Hitze im Osten Österreichs, gemäßigte Wärme im Nordwesten Deutschlands. Genau dazwischen hier die kühle, da die heiße Luft. Und was die Druckgebilde angeht, hätten wir das Azoren hoch, das Baltikum hoch, das Island tief und einen Knick hier in 5,5 Kilometer Höhe, was die Höhenwarmluft angeht. Wir sind hier in so einem Gebiet drin, wo nur Schattierungen sind, aber innerhalb dieser Schattierungen könnte eben so ein kleines Tief entstehen, das die Luftmassen mischt. Das wäre eine 5B-Wetterlage, die sehr viel Regen bringen könnte. Das kennen wir aus den Sommern. Und das ist das Mittel des europäischen EZMWF-Modells. Da haben wir hier wieder dieses Hoch.
Das Hoch verlagern wir mal, also nein, ich wollte so anfangen. Das ist das europäische EZMWF-Modell. Und jetzt legen wir mal die Druckgebilde drauf vom amerikanischen GFS-Modell. Hoch fast identisch, tief fast identisch, hoch fast identisch. Nur dieses Tief liegt da nicht, sondern ein bisschen weiter im Nordwesten, noch über den Benelux-Ländern. Würde sich aber über Westeuropa und dem westlichen Mitteleuropa eingraben. Und der Hauptlauf des EZMWF-Modells macht danach eine richtig schöne 5B-Wetterlage mit feucht-warmer Luft, die aus Nordosten in feucht-kühle Luft aus Nordwesten einströmt und ziemlich viel Regen. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe auch sehr schön zu erkennen. Hier im Südwesten kühl, von Nordosten wärmer, wäre sehr, sehr niederschlagsreich. Und diese Niederschlagssummen schauen wir uns mal an, die das europäische EZMWF-Modell hier zaubert. Von der Schweiz über Baden-Württemberg, Bayern bis rauf nach Thüringen und Sachsen gäbe es enorme Regenmengen von über 150, teilweise von 200 Liter auf den Quadratmeter. Das sind Modellideen, da kann punktuell mehr runterkommen, natürlich auch weniger. Das wäre allerdings hochwasserträchtig, weil das viel zu viel auf einmal wäre. Und im Nordwesten Deutschlands tut sich relativ wenig. Im Vergleich dazu das amerikanische GFS-Modell deutlich weniger Niederschlag, weil keine 5B-Wetterlage drin ist, aber verbreitet Niederschläge, also natürlich in Form von Regen, auch im Nordwesten Deutschlands, an den Alpen und vor allen Dingen im Osten. Da wäre es ziemlich nass. Nehmen wir die Niederschlagskarte, die uns ein bisschen bekannter vorkommt, für die nächsten 10 Tage. Hier über Berlin-Brandenburg läge eine Blase mit den höchsten Niederschlägen über 100 und nochmal direkt am Alpenrand in der Schweiz und auch in Teilen von NRW und im südwestlichen Niedersachsen. Sind Modellideen, kann in den nächsten Lauf wieder völlig anders aussehen. Wir erinnern uns daran, die Vorläufe brachten hier so gut wie keinen Regen. Das ist ja immer das, wo es um ein paar hundert Kilometer geht. Rechnen wir nochmal 6 Tage drauf, da käme sogar noch was dazu und dann wären es hier bis zu 150, auch hier fast 150 Liter Regen auf den Quadratmeter. Damit wäre ein nasser Juli, ein richtig nasser Juli dabei und vielleicht sogar dadurch schon ein so nasser Sommer. Kommen wir nochmal auf den Lauf zurück. Da hatte ich euch am Anfang daran erinnert, für den Norden Deutschlands drauf zu achten. Ich nehme jetzt die Karte hier für den Süden Deutschlands, was einmal diesen Ausreißer nach oben angeht und auf der anderen Seite hier diesen wärmsten oder heißesten Lauf, der vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum geht. Gehen wir hinter die Kulissen. Der Peak würde hier über der Mitte und dem Süden Deutschlands und im Alpenraum extreme Hitze bringen. 20 bis über 25 Grad in 1500 Meter Höhe. Das wäre ganz kurz mal eine Wahnsinnshitze von bis um die 40 Grad, so wie wir es im Juli 2019 mal kurz hatten. Und dieser andere Lauf, der so ganz, 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 ganz weit oben taumelt, hätte diese Wetterlage und damit wären von den Temperaturen her Grüße an 2003 drin mit einer brachialen Hitze, die von Süden nicht nur kommen würde, sondern auch eine Woche über Mitteleuropa liegen würde. Das ist die 20 Grad Isotherme, wohlgemerkt über der Mitte und im Süden Deutschlands und im Alpenraum. Damit hätten wir verbreitete Temperaturen in Mitteleuropa von 30 Grad an den Küsten und 40 Grad im Süden Deutschlands und in den Alpenländern für viele Tage. Es ist ein Einzellauf, aber das entstünde eben oder wäre möglich, aus dieser Wetterlage rauszukommen. Wir haben also in den nächsten 2 Wochen 5B-Wetterlagengefahr mit Hochwasser, Schnee im Hochgebirge und den möglichen Ausgang mit einer Hitzewelle. Und noch etwas so für den Hinterkopf aus der Erfahrung heraus. Wenn wir zum Beispiel wechselhafte Wetterlagen haben, ob das jetzt Winter oder Sommer ist, und das mündet dann in einer 5B oder 5B-ähnlichen Wetterlage mit starken Schneefällen im Winter oder größerem Hochwasser im Sommer, ist danach meist Schluss, die Wetterlage stabilisiert sich und wir kriegen dann mehr Hochdruck. Vielleicht ist es ja in diesem Monat auch so.